Umgang mit Helfersyndrom anderer. Vielleicht ist in deiner Umgebung jemand, der anderen immer wieder hilft, der anderen beisteht. Wann immer irgendjemand gebraucht wird, helfen sie ihm. Vielleicht denkst du, der hat ein Helfersyndrom. Mein Tipp wäre, wirf anderen kein Helfersyndrom vor, sondern wertschätze sie dafür. Wenn Menschen anderen helfen, dann sollte man ihnen Wertschätzung ausdrücken. Man sollte ihnen kein Helfersyndrom vorwerfen. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die anderen helfen. Eventuell musst du dem Helfer helfen, langfristig anderen helfen zu können. Und zwar nicht, indem du ihm Helfersyndrom vorwirfst, sondern indem du sagst, du willst anderen helfen. Und das ist großartig. So vielen hast du schon geholfen. Aber Menschen werden auch in der Zukunft deine Hilfe brauchen. Damit du Menschen langfristig helfen kannst, ist es auch wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Ich würde dir vorschlagen, dass du auch mal eine Auszeit nimmst. Vielleicht können wir ja auch mal darüber sprechen, wie wir die Aufgaben besser verteilen können. Also, anstatt jemandem, der anderen helfen will, Helfersyndrom vorzuwerfen und den Menschen dann in Selbstzweifel zu bringen, ist es besser, jemandem, der anderen helfen will, Wertschätzung zu äußern, aber ihnen auch Tipps zu geben, wie sie dafür sorgen können, dass sie langfristig helfen können. Und das können sie dadurch, dass sie sich auch um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern.